Kann ich den Herrn noch etwas Gutes tun? Bring uns 2 Quarter Pounder. Quarter Pounder. 2 Semmeln? Ja. Also nennen die ihre Burger in Amerika Quarter Pounder. Ist das so? Ja. Aber das ist noch nicht alles. Stell dir vor, die haben nur 2 politische Parteien da drüben. Ja, aber in Sachen Autos, da läuft es schon so wie bei uns, oder? Ja, schon, aber nicht hundertprozentig. Ich meine, du weißt, bei denen geht es immer um ihre Freiheit. Es gibt nicht wie hier einen TÜV, der einem alles vorschreibt. Es ist legal, dein Auto aufzumotzen. Es ist sogar legal, deinem Kanarienvogel dein Auto zu vererben. Und wenn du der Besitzer von einem Autohaus bist, dann ist der Verkauf legal. Aber auf dem Highway, Tempolimit 120. Was soll so ein dämlicher Vogel mit deiner aufgemotzten Karre? Aber das ist auch eigentlich völlig egal, dann zieh dir das rein. Das Beste ist, wenn die US-Regierung das Tempolimit erhöhen wollen würde, sie hätte nicht das Recht dazu. Das machen die Bundesstaaten selbst. Ich meine, die haben einfach nicht das Recht dazu. Oh Mann, da bleibe ich lieber hier, ist doch klar. Ich meine, was will ich denn da? Ich weiß, Baby, du würdest es tierisch hassen. Aber weißt du, was das Abgefahrenste an Amerika ist? Was? Das sind die kleinen Unterschiede. Ich meine, die haben den gleichen Scheiß, der hier läuft. Aber dort läuft's eine Spur anders. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn du in New York ins Kino gehst. Du kaufst dir eine Cola. Ich meine, nicht so einen Fingerhut voll wie hier, sondern einen richtigen Pappeimer. Denn was bei uns eine große Portion ist, geht bei denen als Small durch. Und weißt du, wie die einen Golf mit 1600 Kubikzentimeter Hubraum nennen? Nicht einen Golf mit 1600 Kubik? Nein, Mann, die haben nicht das metrische System. Die wissen gar nicht, was ein Kubikzentimeter ist. Ja, und wie nennen die ihn? Die nennen ihn Rabbit. Mit Käse? Rabbit mit Käse? Nein, danke. Ja, aber wie nennen die dann ein GTI? Ja, ein GTI ist ein GTI, aber die nennen ihn GTI. GTI. Ja, und wie nennen die ein Corsa? Keine Ahnung, bei Opel war ich nicht. Volkswagen, das Auto. Und weißt du, was die in Texas anstatt Senf auf die Würstchen tun? Was? Barbecue-Soße. Ih, ist das eklig. Hab ich selbst gesehen, die ersäufen die in der Tunke. Boah,